Botschafter John Baldwin und Gattin beim Verlassen des Cotton Clubs in Los Angeles. John! Hallo, Eva. Du hast mich erschreckt. Oh, sehe ich so furchterregend aus? Naja.
Was ich so sehe, ist gar nicht übel. Danke für die Blumen. Stand ja, dass heute etwas Schlimmes passieren würde. Ja, sie hat mich gesehen. Und ich bin ziemlich sicher, dass sie mich erkannt hat. Es bleibt dabei. Wenn die Zeit dafür reif ist, trete ich auf den Plan. Erzählen Sie von Anfang an. Ich hatte kaum die Toilette betreten. Da packte mich jemand von hinten. Ich war völlig wehrlos. Ich wurde umklammert wie von einem Schraubstock. Als ich zu schreien versuchte, presste er mir seine Hand auf den Mund und stammelte obszöne Worte. Er trug seine Art schwarze Kapuze. Seine Stimme, würden Sie die möglicherweise wiedererkennen? Das glaube ich nicht. Ich hatte Todesangst. Und dann begann er auf mich einzuschlagen mit den Fäusten, wie wahnsinnig. Brutal. Er hob eine Flasche vom Boden auf und zerschlug sie am Waschbecken. Ja. Da fällt mir ein, er trug Blue Jeans und schwarze Stiefel. Dann nahm er eine Flaschenscherbe und ritzte mir damit erst die Brust und dann die Lippe auf. Ich war überzeugt, dass er mich entstellen wollte. Bis er anfing, mir zu drohen, dass er mir die Kehle durchschneiden würde, wenn ich auch nur einen Mucks mache. In meinem Protokoll steht, dass Sie vergewaltigt wurden. Das war danach. Es war noch furchtbarer. Er hat den Flaschenhals benutzt, als wäre sein Phallus. Es war brutal, schmerzhaft und entwürdigend. Aber von da an schwieg er. Und ich fand den Mut dazu, hochzusehen, um mir sein Gesicht einzuprägen. Ich sah nur seine Augen, sie waren voller Hass. Er begann sofort wieder mit seinen Drohungen. Er sagte, ich werde dich umbringen, du Hure. Nicht jetzt gleich, erst dann. Wenn die Zeit dafür reif ist. Plötzlich hielt er den Atem an. Ich glaube, er hörte jemanden. Draußen auf dem Korridor, jemanden, der sich der Tür näherte. Möglicherweise schreckte ihn das Geräusch, denn er packte mich an den Haaren und presste mein Gesicht gegen den Spiegel. Gibt es denn jemanden, irgendjemanden, der aus irgendeinem Grund ihren Tod wünscht? Das kann ich mir nicht vorstellen. Möglicherweise ein Mann, den Sie abgewiesen haben. Mein Mann und ich führen eine wundervolle Ehe. Mein Gott ist eine bedeutende Persönlichkeit, John Baldwin. Ein Mann mit glänzender Karriere im diplomatischen Dienst. Ich käme nie auf die Idee, ihm untreu zu werden. Ich bezweifle nicht, dass Ihre Ehe glücklich ist, aber ich darf keine Möglichkeit unberücksichtigt lassen. Besorgen Sie einen Wagen für Mrs. Baldwin. Wir sprechen in den nächsten Tagen alles nochmal in Ruhe durch, wenn Sie sich von dem Schock erholt und sich ausgeruht haben. Vielen Dank, Miss. Inspektor. Nennen Sie mich bitte Inspektor. Tu,
was die Situation erfordert und vor allem verhindere, dass irgendwas darüber in der Presse erscheint. Das ist mir scheißegal! Wofür bezahle ich dich eigentlich? Die Polizei ist eine Ansammlung von Idioten. Sie haben offensichtlich etwas durchsickern lassen. Und haben zu allem Überfluss noch eine Frau mit der Bearbeitung des Falls betraut. Das ist wirklich nicht zu fassen. Sie ist Inspektor und sie ist sehr intelligent. Klar, dass du zu ihr hältst, Weiber. Übrigens, was zum Teufel hattest du in diesem Kino zu suchen? Und erzähl mir jetzt nicht, du hättest nicht gewusst, was für eine Sorte Menschen sich solche Filme ansieht. Draußen auf dem Kinoplakat las ich den Namen eines Mädchens, das ich kannte, von früher. Du erinnerst dich an Terry? Mhm. Diese blonde Amerikanerin. Ja. Ich war nur neugierig, wie sie als Schauspielerin ist. Ich bin sicher, sie ist äußerst professionell, was heiße Nummern betrifft. Du bist mal wieder vulgär, John. Schön, ich bin vulgär und du führst dich auf wie eine Hure. Ich gehe jetzt lieber zu Bett. Soll ich dich hochbringen? Nein, nein, nicht nötig. Ich schaffe das schon allein. Gute Nacht, John. Gute Nacht. Gute Nacht. Arme Angela. Dieser Psychopath hätte sie fast umgebracht. Hätte er doch. Ich wäre der glücklichste Mensch auf Erden, wenn ich sie los wäre. Diese billige Schlampe. Leider ist mir das Glück nicht hold. Manchmal muss man seinem Glück etwas nachhelfen. Was willst du damit andeuten? Ich bin für heute fertig, Mr. Baldwin. Ist gut. Danke, Rosie. Gute Nacht, Sir. Gute Nacht, Man. Gute Nacht, Rosie. Wäre ich denn eine angemessene Mrs. Baldwin? Mhm. Sogar eine perfekte. Aber eine Scheidung würde meine Karriere ruinieren. Ich finde es lächerlich, dass eine Scheidung heutzutage noch einen Skandal verursacht. Aber in deiner Position? Hm. Da hast du verdammt recht, mein Schatz. Aber das Geld, das ich verdiene, rechtfertigt dieses Opfer. Das ist eine Einstellung, die ich nachempfinden kann. Wenn ich natürlich plötzlich Witwer würde, wären all meine Probleme gelöst. Unsere Probleme. Wir könnten ja diesem Psychopathen ein wenig anspornen. Ich liebe diesen Park, die Nähe zur Natur. Dann würden Sie sich als romantischen Typ einstufen. Ja, zweifellos. Es heißt, hinter jedem großen Mann steckt eine starke Frau. Trifft das bei Ihnen auch zu? Sie, ich bin die Letzte, der Sie so eine Frage stellen dürfen. Aber zweifellos verfolge ich die Karriere meines Gatten mit großem Interesse, aus der nötigen Distanz. Ist es nicht schwierig, mit einem Mann verheiratet zu sein, der im Licht der Öffentlichkeit steht? Nun, es ist schon schwierig, nur Ehefrau zu sein, unabhängig davon, welche Position der Mann innehat. Eva, das ist Simone Virgil. Freut mich. Sie hat mich um ein Interview gebeten. Das ist Eva Marcy, eine gute Freundin von mir. Eva ist Manneke. Ah, Sie waren eine berühmte internationale Modedesignerin und haben alles aufgegeben. Warum? War das der Wunsch Ihres Mannes? Oh nein, nein. Es war mein freier Entschluss, der Mode Adieu zu sagen. Und ich habe außerdem einen sehr sprunghaften Charakter, wissen Sie. Ich bin äußerst impulsiv und mir schnell etwas langweilig. Betrifft das auch Männer? Männer, ganz besonders. Nur mal Spaß beiseite. Meine Ehe ist absolut intakt, zumindest sehe ich das so. Es gibt Gerüchte, dass Sie vor kurzem Opfer eines Sexualverbrechens wurden. Oder bin ich da etwa zu indiskret? Sie sind sogar sehr indiskret. Und wenn diese Angelegenheit der eigentliche Grund für dieses Interview mit mir war, dann betrachten Sie unser Gespräch hiermit als beendet. Haben Sie keine Angst vor mir. Ich will nur mit Ihnen reden. Steigen Sie sofort aus oder ich werde um Hilfe rufen. Ich arbeite in dem Filmtheater, in dem Sie vergewaltigt wurden. Ich bin da als Vorführer beschäftigt. Wir sollten ein wenig plaudern.
Aber wenn Sie nichts dagegen haben, vielleicht an einem Plätzchen, wo wir ungestört sind. Mein Job ist stinklangweilig und beschissen bezahlt. Aber ich habe einen Weg gefunden, um wenigstens ein bisschen Spaß zu haben. Diese bescheuerten Filme kotzen mich an. Immer und immer wieder der gleiche Rotz. Das geht einem echt auf den Sack. Da tönt mich schon mehr an, was da so in der Damentoilette abläuft. Ich habe da ein Loch in der Wand entdeckt. Muss mein Vorgänger angebracht haben. Man hat eine spitzen Aussicht von da. Ist schärfer als jeder Porno. Manchmal zerrt so eine Schlampe einen Kerl mit rein auf den Quickie. Das bringt's dann voll. Aber die Show, die Sie abgezogen haben, war übermäßig. Eine oberscharfe Nummer. Als sie reinkamen, kriegte ich eine steife Pupille. Dabei hatte ich noch keine Ahnung, was sie abliefern würden. Natürlich hatte ich null Durchblick, was das werden sollte. Zu dem Fummel im Fetzenriss. Was wollen Sie von mir? Ist für mich ein Rätsel, was Sie da für ein Spielchen getrieben haben. Mich interessiert doch nicht, was es bedeutet. Aber in den Zeitungen stand, dass Ihr Mann eine Menge Kohle hat. Und was das bedeutet, das verstehe ich. Mit Geld kann man sich all die kleinen Schweinereien leisten, die das Leben so angenehm machen. Reden Sie nicht drumherum, wie viel? Ich dachte an verträumte $50,000. Nicht gerade bescheiden. So viel habe ich nicht flüssig. Ach, kommen Sie, das ist doch Hühnerkacke. Für eine reiche Schickse wie Sie. Ich wette, das juckt sie gar nicht. Ich weiß nur, dass die Kohle schnell rüberwachsen muss. Bedauere, das wird eine Weile dauern. Gut, dann bringen Sie morgen so viel Sie auftreiben können. Oder ich muss leider Ihrem Gatten, dem Herrn Botschafter, etwas flüstern. Ich werde mein Möglichstes versuchen. Hey, nicht so hastig, Susi. Sie werden doch nicht abschwören, ohne mir einen kleinen Vorschuss zu geben. Das läuft. Ich hab kein Geld. Das ist doch nicht möglich. Doch, du bist gleich Schachmatt. Du hast gegen mich keine Chance. Ich bin eben besser als du. Trag's mit Fassung. Ich hasse es zu verlieren. Ach ja? Schachmatt. Na wunderbar, ich hatte schon befürchtet, ich komme zu spät zum Essen. Wir haben auf dich gewartet. Ach, es wird jeden Tag schwieriger, etwas Vernünftiges zum Anziehen zu finden. Ich war in 12 Boutiquen, um eine schicke Bluse zu kriegen. Ist irgendetwas? Nein, es ist alles in Ordnung. Es ist serviert. Danke, Rosie. Stellen Sie die bitte in eine Vase, ja? Ach, was für ein Tag. Darf ich? Es gibt 2 Gelegenheiten, wo ich eine Zigarette brauche. Nach dem Kaffee und nach dem Liebesspiel. Und was ich brauche, ist Geld. Ich habe eine Menge Auslagen für die Party. Wo sind die $5,000 geblieben, die ich dir kürzlich gab? Du erwartest doch, dass ich deine Gäste angemessen bewirte. Ich muss los. Ich habe in einer halben Stunde einen wichtigen Termin. Also bis später dann. Kannst du mich in die Stadt mit reinnehmen? Natürlich, wenn ich nicht auf dich warten muss. Ich kann dich auch mitnehmen. Ich dachte, du wolltest dich ein bisschen ausruhen. Schon, aber ich hätte dich trotzdem gefahren, wenn du eine Verabredung hast oder sowas. So wichtig ist das nicht. Du verheimlichst uns doch nichts, oder? Einen feurigen Liebhaber vielleicht? Du müsstest mich besser kennen. Ich verschwende meine Zeit nicht mit Männern. Bis dann, meine Liebe. Das ist alles, was ich in der Kürze auftreiben konnte. Ein bisschen schlapp. Sie kriegen den Rest der Summe in ein paar Tagen. Sie sich aber nicht besonders angestrengt. Ich gebe Ihnen eine Frist, wenn Sie mir einen Gefallen tun. Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Doch, Lady, das wissen Sie ja genau. Ich meine, Sie und ich, wir könnten uns doch, bis die Kohle anrollt, ein bisschen näher beschnuppern, ne?
Ich habe zugestimmt zu zahlen, das ist alles. Hey, mir ist gerade eine super Idee ins Hirn geschossen. Und Sie tun besser, was ich sage, bevor ich ausraste, klar? Kommen Sie. Ihr seid hier ungestört, der Schuppen hat heute dicht. Das ist gut so, perfekt, danke. Und Rosie, diese Blumen, die stellen wir hier rüber an die Wand. Dann stehen sie beim Servieren nicht im Weg, hä? So? Ja, das ist viel besser. Oh, wie ich sehe, seid ihr schon mitten in den Vorbereitungen. Angela, du verdirbst mir die Überraschung, du kommst zu früh. Na, wenn du meinst, dann kann ich ja wieder gehen. Oh nein. Wow, das Kleid kenne ich ja noch gar nicht. Trashig. Gefällt es dir? Ich habe es gerade eben gekauft und konnte nicht widerstehen, es gleich zu tragen. Was hast du mit dem, das du anhattest, gemacht? Ich habe es in der Boutique vergessen, aber es war sowieso passé. Es hat mir nie recht gefallen. Wie findest du die Blumen da drüben in der Ecke? Dein Geschmack ist superb, das wusste ich schon immer. Es wird sicher ein rauschendes Fest. Ich lasse ihn noch ein paar Stühle rausbringen. Mrs. Baldwin. Glauben Sie an der Geschichte, ist etwas dran, dass ein Psychopath Sie belästigt hat? Ich bin mir absolut sicher. Contessa Sterzis Haushälterin, die mit der Kassiererin des Kinos bekannt ist, erzählte meinem Hausmädchen, dass sie vergewaltigt wurde. Anscheinend hält sie dieses Erlebnis nicht davon ab, sich zur Schau zu stellen. Häufig für jedermann. Was erwarten Sie denn anderes bei Ihrer Herkunft? Irrtum, das war ich nicht. Es ist wundervoll, Liebling. Du bist so großzügig. Ich danke dir. Hast du nicht das Gefühl, du solltest aufhören zu trinken? Oh, das ist nicht dein Ernst, hm? Es wird Zeit, dass ich etwas Schwung in die Party bringe. Sonst atmet das Ganze noch zu einem Leichenschmaus aus. Sie macht mich zum Narren. Schlampe. Wieso macht ihr Jungs nicht mal ein bisschen Dampf auf? Lass doch mal den Tiger aus der Kiste. Okay, Tiger kommt. Das bringt mich auf Touren. Angela, deine Wimperntusche ist völlig verlaufen. Geh lieber ins Badezimmer und restauriere dich. Ja. Bis gleich, ihr Süßen. Amüsiert euch gut. Eingebildet. Du hast einfach nur zu viel getrunken. Verstehst du denn nicht? Er war hier im Haus. Wer?
Dieser Mann, diese Bestie, die über mich hergefallen ist. Ruh dich ein wenig aus. In dem Zustand sollten dich die Gäste besser nicht sehen. Komm jetzt. Nimm dich zusammen. Eva, nichts anrühren. Ruf die Polizei an. Na los! Ganz ruhig, es ist alles vorbei. Hab keine Angst. Ich bin bei dir. Ich habe ihr eine Schlaftablette gegeben. Auf Anraten des Arztes, sie hat einen sehr schweren Schock. Das ist nur zu verständlich, nachdem was geschehen ist. Ich hatte befürchtet, dass so etwas passieren würde, dass er sich nochmal melden würde. Das haben Sie? Und trotzdem nichts unternommen, es zu verhindern? Da lässt sich schwer etwas dagegen tun. In einer Stadt wie dieser werden jede Woche Hunderte von Frauen sexuell belästigt. Und in den meisten Fällen bleibt es für die Betroffenen ohne schwerwiegende Folgen. Was werden Sie unternehmen, um meine Frau zu beschützen? Ich habe bereits veranlasst, dass Ihr Haus rund um die Uhr bewacht wird. Haben Sie eine Waffe? Natürlich. Sie sollten Ihrer Gattin zeigen, wie man damit umgeht. Nur für den Notfall. Und ich benötige eine Gästeliste, sowie die Personalien Ihrer Hausangestellten. Ich werde nicht dulden, dass Sie meine Gäste in diese Untersuchung mit einbeziehen. Das sind alles hochgestellte Persönlichkeiten. Das bezweifle ich nicht. Trotzdem möchte ich Sie bitten, mich nicht bei meinen Recherchen zu behindern. Ich glaube, Sie haben noch immer nicht begriffen, wie ernst die Sache ist. Das Leben meiner Frau ist in Gefahr und Sie... Ich werde mich an Ihre Vorgesetzten wenden. Diese Art von Drohungen ist mir nicht neu. Ich werde die Routineuntersuchungen durchführen, egal welche Hebel Sie in Bewegung setzen. Ich erwarte Sie morgen früh Punkt 9 in meinem Büro, um einige noch unklare Punkte zu besprechen. Guten Abend. Du hättest ein bisschen netter sein sollen zu ihr. Es wäre besser für dich, sie als Verbündete, als sie zur Feindin zu haben. Er ist ganz offensichtlich eine von diesen Feministinnen. Teufel soll sie heulen. Es hat doch alles wunderbar geklappt. Die Idee mit dem Tonband war brillant. Ja, du hast recht. Niemand wird es einfallen, uns zu verdächtigen. Ist das nicht etwas riskant, was wir hier tun? Wir sind allein, oder? Guten Morgen, Angela. Guten Morgen. Na, wie fühlst du dich? Hervorragend. Möchtest du einen Toast? Nein, danke. Ich habe schon gefrühstückt. Ich habe Hunger wie ein Wolf. Du wirst auch all deine Kräfte brauchen. Unten wartet Inspektor Warren auf dich. Kennen Sie beide sich schon lange? Ja, seit einer Ewigkeit. Ich war eins von Angelas Lieblingsmannequins. Jetzt arbeiten Sie nicht mehr? Wenn die neue Kollektion rauskommt, finde ich kaum Zeit zum Atmen. Und dann herrscht wieder gähnende Langeweile. Sie haben doch sicher eine Menge anderer Interessen. In der Beziehung bin ich wie Angela. Ich bin ein Faultier. Hallo? Hallo, Angela. Wie geht es dir? Erkennst du meine Stimme? Wer ist da? Sprechen Sie mit mir. Ich wollte nur wissen, ob dir meine kleine Überraschung gefallen hat. Weil ich nämlich vorhabe, dich bald wieder zu besuchen, wenn du allein bist und uns niemand stören kann. Wer sind Sie? Was wollen Sie von mir? Das werde ich dir nicht verraten. Noch nicht. Fragen Sie mal. Bis bald, Angela. Hab keine Angst. Du musst etwas für mich tun. Du redest dich her. Ich nehme an, du bist wie üblich knapp bei Kasse. Du kennst mich verdammt gut. Ich muss wieder zurück nach Südamerika. Aber ich bin abgebrannt. Ich gebe dir das Doppelte von dem, was dein Flugticket kostet. Womit verdiene ich mir diese Großzügigkeit? Indem du mir einen Gefallen tust. Was darf's denn sein, Süße? Eva bat
überzeugt mich, Ihnen zu sagen, dass sie ausgegangen ist. Typisch. Das bedeutet nichts anderes, als dass Sie mir nun helfen müssen beim Ausmisten meiner Garderobe. Verstauen Sie Evas Wintersachen im Wandschrank in der Diele. Und die Handtaschen? Moment, ich sehe kurz nach, ob irgendwas Wichtiges drin ist. Wenn Sie Leuten wirklich witzige Überraschungen bereiten wollen, dann haben wir hier einiges auf Lager, womit Sie garantiert Erfolg haben. Also, wenn Sie irgendwelche speziellen Wünsche haben, berate ich Sie gerne. Eine gute Freundin hat mir ihr Geschäft empfohlen. Sie war erst vor ein paar Tagen hier. So eine große Blonde, Mannequin-Typ. Oh ja, ich erinnere mich an sie. Wirklich eine tolle Frau. Sie hat eine kleine Puppe gekauft. Die sind der große Renner momentan. Darf ich Ihnen Feuer geben? Nein, danke. Peng! Keine Angst, ist nur ein Spielzeug. Sieht aber sehr echt aus. Wenn es Sie interessiert, zeige ich Ihnen so ein Ding. Ja, gern. Kommen Sie. Wie funktioniert es? Oh, ganz simpel. Ich führe es Ihnen vor. Sehen Sie, man macht sie hier auf und legt eine von diesen Gaspatronen in die Kammer. Dann spannt man diesen Mechanismus und das Ding ist feuerbereit. Sie brauchen nur noch abzudrücken. Besteht nicht die Gefahr, dass die Pistole in der Hand explodiert? Nein, ausgeschlossen. Die Patronen, die wir dazu verkaufen, sind absolut ungefährlich. Natürlich, wenn man sie mit Sprengkapseln lädt, wird das Ding zur Minibombe. Aber wer tut das schon? Nur ein Verrückter. Da haben Sie recht. Ich nehme sie. Ich habe das Gefühl, an dem Fall werde ich mir noch längere Zeit die Zähne ausbeißen. Mr. Baldwin ist nicht sehr kooperativ. Er ist ein schrecklich arroganter Fatzke, ein Kotzbrocken. Es wäre mir ein Vergnügen, ihn einzubuchten. Glauben Sie, er steckt hinter der Sache? Nein, leider nicht. Beide, sowohl er als auch seine Blondine, haben hieb- und stichfeste Alibis. Während unser Psychopath Mrs. Baldwin im Badezimmer heimgesucht hat, waren der Botschafter und seine heimliche Geliebte erwiesenermaßen mit den Gästen im Garten. Und das Hausmädchen? Oft weiß das Personal mehr, als den Herrschaften lieb ist. Ich habe versucht, aus der Kleinen was rauszukriegen. Sie ist loyal. Leider. Ich habe einen Schaufensterbummel gemacht. Als ich zurückkam zum Auto, lag die Puppe auf dem Sitz. Ich glaube zwar nicht, dass wir Fingerabdrücke darauf finden, aber bringen Sie sie trotzdem ins Labor. Ja, sofort. Möchten Sie etwas trinken? Ein Glas Wasser vielleicht? Lieber einen Schluck Cognac. Gern. Und wenn der Täter irgendjemand aus Ihrer Vergangenheit ist, diese Möglichkeit dürfen wir nicht ausschließen. Ich habe von der Tragödie in Ihrer Kindheit gehört. Und ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie leid mir das für Sie tut. Ich wurde als Kind auch einmal sexuell belästigt. Aber das, was Sie durchgemacht haben, war zweifellos um vieles schlimmer. Ein solches Erlebnis verfolgt einen ein Leben lang. Dann all die Jahre, die Sie in diesem Heim zugebracht haben, nachdem Ihr Vater ins Gefängnis musste, weil er den Kerl umgebracht hat, der sich an Ihnen vergangen hatte. Sie müssen mir verzeihen, dass ich Sie falsch eingeschätzt habe. Musik.
5 Vorführer überfahren. Täter beging Fahrerflucht. Irgendwelche interessanten Neuigkeiten? Jeden Tag der gleiche Mist. Ich fahre schnell in die Stadt. Hier ist das Geld und dein Flugticket. Damit ist unser Geschäft abgeschlossen. Und nun willst du mich schleunigst loshaben. One-Way-Ticket nach Caracas. Weißt du schon, wann du fliegen willst? Vielleicht noch heute. Wunderbar. Und ich hoffe, dass du nie mehr zurückkommst. Das ist nicht sehr nett. Schließlich habe ich diesmal astreine Arbeit geliefert. Cleaner als bei dem Schlachtfest mit dem Metzger damals. Für Pa ist es das Ende gewesen. Als ihm klar wurde, dass du es warst, der mich gerecht hat, ging er zur Polizei und bezichtigte sich des Mordes. Und starb im Zuchthaus. Hey, vergiss dein Feuerzeug nicht. Das schenke ich dir. Gute Reise. Bitte sehr. Ich bin ein self-made man. Ich muss das ganz alleine schaffen. Ich habe mir meine Position selbst erarbeitet. Nicht wie du. Du brauchtest nichts weiter zu tun, als zu heiraten. Willst du damit andeuten, ich hätte dich nur deines Geldes wegen geheiratet? Zumindest scheinst du mein Geld nicht unbedingt abstoßend zu finden. Nein, dein Geld finde ich nicht abstoßend, aber dein Benehmen dafür umso mehr. Gute Nacht. Du bist neurotisch und noch dazu hysterisch. John, sei doch bitte nicht so aggressiv. Versuch dich zu beherrschen. Du hast leicht reden. Ich ertrage sie einfach nicht mehr. Ist doch nur noch für kurze Zeit, also sei diplomatisch und entschuldige dich bei ihr. Du hast ja recht, mein Herz. Ich versuch's. Es tut mir leid. Es war hässlich, was ich da gesagt habe. Aber Angela, ich bin zurzeit etwas nervös. Und ich schaffe es manchmal einfach nicht, mich zu beherrschen. Vor allem dir gegenüber. Vielleicht liegt es daran, dass auch meine Nerven angegriffen sind. Du hast keinen Grund mehr, nervös zu sein. Ich weiß, was du durchgemacht hast. Scheinbar hat sich dieser Irre beruhigt. Und du hast nichts mehr zu befürchten. Du musst versuchen, wieder ins Leben zurückzufinden. Der Albtraum ist vorüber, endgültig. Und wenn ich dir jetzt verspreche, dass ich immer für dich da sein werde, wenn du mich brauchst, dann sind das keine leeren Worte. Ich weiß, dass ich dich sehr vernachlässigt habe. Und ich hoffe nur, dass du mir vergeben kannst. Denn ich brauche dich, Angela. So ein Mist. Meine Eltern sind aus dem Urlaub zurück. Und ich habe meinen Freund übers Wochenende eingeladen. Ihr werdet sicher trotzdem auf eure Kosten kommen. Das hoffe ich doch. Wenn nicht, ist er angefressen und zieht Leine. Er ist nämlich ein scharfer Typ, auf den alle Tussis fliegen. Gibt es denn irgendwelche Neuigkeiten im Fall Baldwin? Seit der Sache mit der blutverschmierten Puppe im Wagen hat man nichts mehr von ihm gehört. Wissen Sie, dass der Typ, der letzte Woche Opfer dieses Unfalls mit Fahrerflucht wurde, in dem Kino gearbeitet hat, wo Mrs. Baldwin vergewaltigt wurde? Woher wissen Sie denn das? Reiner Zufall. Ich habe den Unfallbericht in die Finger bekommen. Ob da eine Verbindung besteht? Ein Mann wird getötet und seitdem schweigt unser Psychopath. Wer hat ihn überfahren? Die Kollegen sind sich noch nicht sicher. Sie haben alle Passanten am Unfallort vernommen, aber niemand konnte ihnen konkrete Hinweise geben. Lauter Blinde. Du warst aber ein hübsches Baby. Na klar.
Ist das deine Mutter? Ja. Sie starb, als ich 3 Jahre war. Sie sieht aus wie du. Und wer ist das? Das war mein Bruder, David. Wieso sprichst du von ihm in der Vergangenheit? Er ist vor 2 Jahren ums Leben gekommen. Oh. In Südamerika bei einem Flugzeugunglück. Ich glaube, ich spring mal kurz in den Pool. Angela, ich bin zurückgekommen, Angela. Ich bin zurückgekommen, weil ich in deiner Nähe sein wollte. Auf deiner Party, Angela. Ich kann dich nicht vergessen. Angela, wir haben nichts zu befürchten. Unser Plan klappt perfekt. Es kann überhaupt nicht schiefgehen. Aber wenn doch irgendwas schiefgeht? Überlass das nur mir. John ist voll und ganz auf mich abgefahren. Ich befürchte, ich stehe das Spiel nicht mehr lange durch. Aber wieso denn? John ist ahnungslos wie ein Lämmchen. Er läuft uns ins Messer. Und außerdem können wir gar nicht mehr zurück. Dazu ist es zu spät. Rosie, dieses Miststück hat uns belauscht. Rosie weiß Bescheid. Sie hat die Kassette gefunden, die du bei der Party abgespielt hast. Wenn wir sie nicht schnappen, sind wir erledigt. Was soll denn das? Du wirst uns doch nicht verlassen wollen, oder? Ich finde, wir drei sollten uns mal ein bisschen unterhalten. Was sollen wir jetzt tun? Das ist das Ende. Sei nicht albern. Wir müssen nur unseren Plan etwas ändern und alles ein wenig beschleunigen. Was meinst du damit? Es ist ganz einfach. Wir brauchen nur die Kassette mit der Stimme des Psychopathen in Rosies Apartment zu deponieren. Das bringt Rosie in Verbindung mit John. Und wenn die Polizei die Kassette dann findet, wird der Verdacht zur Gewissheit, dass die beiden Komplizen waren. Aber was machen wir mit Rosies Leiche? Wir lassen sie verschwinden und im richtigen Moment wieder auftauchen. Verflucht, wer kann das sein? Ich habe keine Ahnung. Los, fass mit an, wir verstecken sie hier drin. Guten Morgen! Schönen guten Morgen. Hallo. Nur ein kleiner Höflichkeitsbesuch. Ich hoffe, ich störe Sie nicht. Aber nein, Sie sind immer herzlich willkommen. Darf ich Ihnen eine Erfrischung anbieten? Danke, gern. Hat sich der Kerl noch mal gemeldet? Gott sei Dank nicht. Er hat sich weder blicken lassen, noch hat er angerufen. Und ich hoffe, das bleibt doch so. Ja, das kann ich Ihnen nachfühlen. Das Schlimme ist, dass Frauen immer wieder Opfer von Sexualtätern werden. Und dass 90% der Fälle unaufgeklärt bleiben. Eine schlechte Erfolgsquote für Sie, Inspektor. Ihre Erfolgsquote ist sicher um ein Vielfaches höher. Nun, so wie es aussieht, ist es wohl nicht mehr nötig, dass Sie das Haus überwachen lassen. Ganz richtig. Das erübrigt sich. Übrigens, kannten Sie den Filmvorführer des Kinos, in dem sich die Tat ereignete? Sein Name war Frank Evans. Frank Evans? Nein, woher sollte ich ihn kennen? Und wieso sagen Sie wahr? Jemand hat ihn überfahren und anschließend Fahrerflucht begangen. Das brachte mich auf den Gedanken, natürlich, das ist nur eine Hypothese, dass Evans dieser Psychopath war. Zeitlich würde das passen. Denn seit er tot ist, erhalten Sie keine Drohanrufe mehr. Aber wieso hat sich dieser Evans ausgerechnet mich als Opfer ausgesucht? Vielleicht waren Sie eben genau sein Typ, wer weiß. Das nennt man Schicksal.
Ich hatte Ihnen einen Drink versprochen. Oh ja. Kommen Sie. Kommst du, Eva? Ja, gleich. Ich dachte wirklich, jetzt ist alles aus. Ich auch. Aber wir haben noch mal Glück gehabt. Was willst du denn damit? Ich werde sie ein wenig präparieren. Ausstatten mit der Visitenkarte des Irren. Willst du den Smoking auch mitnehmen? Nein, den brauche ich diesmal nicht. Wo ist eigentlich Rosie? Wieso lässt du sie nicht meinen Koffer packen? Sie hat sich heute freigenommen. Personal. Ausgerechnet heute, wenn ich sie brauche. Arbeitsmoral ist für solche Leute ein Fremdwort. Du weißt doch, wie schwierig es heutzutage ist, zuverlässiges Hauspersonal aufzutreiben. Ja, ja. Und Rosie ist zumindest vertrauenswürdig. Eine Eigenschaft, die man auch nur noch sehr selten findet. Du sagst es. Danke fürs Packen, Liebling. Tut mir leid, dass ich dich schon wieder allein lassen muss. Wenn wenigstens Eva bei dir bleiben würde. Was soll's? Der Beruf geht nun mal vor. Außerdem ist es ja nur für 2 Tage. Mach dir um mich keine Sorgen. Ich bin soweit. Ah, Angela. Ich glaube, du verwahrst sie lieber in deinem Zimmer. Und Vorsicht, sie ist geladen. Du weißt ja, wie man damit umgeht, hm? Ich hoffe, ich brauch sie nicht. Ich auch. Ich ruf dich an, wenn ich im Hotel bin. Komm, Eva. Der Wagen wartet. Es wird Zeit für uns. Also dann. Bye, bye, Angela. Ciao, Eva. Wiedersehen, Schatz. Ciao. Sehr überzeugend, als du sagtest, es täte dir leid, sie allein lassen zu müssen. Bin ein guter Schauspieler. Deshalb bist du auch so ein guter Diplomat. Aber war es nicht reichlich riskant, ihr die Pistole zu geben? Hältst du mich für einen Dummkopf? Ich habe sie vorsichtshalber mit Platzpatronen geladen. Du musst los, sonst verpasst du deine Maschine. Wann geht dein Flug nach Paris? In 40 Minuten. Meine Liebe, pass auf dich auf. Und besorg dir ein hübsches schwarzes Kleid. Wofür? Für Angelas Beerdigung. Mr. Baldwin, wie schön, Sie mal wieder in unserem Haus zu sehen. Hatten Sie eine gute Reise? Ja, danke. Hören Sie, ich bin sehr müde. Ich möchte nicht mehr gestört werden. Wecken Sie mich morgen früh um 8, Zimmer Nummer 10. Ja, wie Sie wünschen, Sir. Wie war der Flug? Langweilig wie üblich. Ich gehe noch eine Kleinigkeit essen und dann sofort zu Bett. Tu das und ruf mich morgen mal an. Schlaf gut. Gute Nacht. Mhm.
Für einen Augenblick dachte ich, du hättest mich im Stich gelassen. Ich bedauere nur, dass er krepiert ist, ohne zu erfahren, dass wir beide uns verbündet haben, um ihn umzubringen, dieses Dreckschwein. Jetzt müssen wir nur noch Rousey in den Garten legen, damit die Polizei sie findet. Und jeder wird glauben, er hat sich seine Komplizin vom Hals geschafft, bevor er dich umbrachte. Er hat alles bedacht in seinem diabolischen Plan. Nur nicht daran, dass du nie vorhattest, nach Paris zu fliegen. Und das war sein Verhängnis. Und dieses Messer hier muss verschwinden. Es könnte uns zum Verhängnis werden. Wieso das? Weil man dich erwürgt auffindet. Schwesterherz, wieso erzählst du so Scheißgeschichten, dass dein Brüderchen tot ist? Eine überzeugende Inszenierung für die Mordkommission. Man wird mich völlig verzweifelt auffinden, weil ich meine Freundin nicht mehr retten konnte vor dem Wahnsinnigen. Ich habe an John, deinem Mörder, nur noch Rache nehmen können. Ich habe von dem schrecklichen Mord in der Zeitung gelesen. Es ist reiner Zufall, dass ich im Lande bin. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, was für ein Schock das für mich war. Guten Morgen, Inspektor. Guten Morgen. Ich bin Eva Ritchie. Ich war eine Freundin Ihrer Schwester. Ich bin völlig verzweifelt. Ich hätte Sie retten können. Bitte, machen Sie sich keine Vorwürfe. Kennen Sie sich denn nicht? Wir sind uns nie begegnet. Leider. Nur flüchtig, bei der Beerdigung heute Morgen. Sie müssen wissen, ich hatte meine Schwester seit Jahren nicht gesehen. Wir hatten keinen Kontakt und Ihren Mann kannte ich nur von Fotos. Aber jetzt sind Sie der Alleinerbe seines Vermögens. Da er ja leider keine Angehörigen mehr hatte und Sie der nächste Verwandte seiner Frau sind. Ja, das mag ja alles sein, aber für mich spielt dieses Erbe keine Rolle. Sehen Sie, ich bin selbstvermögend. Sie können gerne hier im Haus wohnen bleiben, Miss Ritchie, wenn Sie möchten. Danke für das Angebot, aber ich reise ab nach Paris. Und dieses Mal werde ich mein Flugzeug nicht verpassen. TWA heißt sie auf dem Flug 906 nach Rio de Janeiro. Herzlich willkommen. Captain Turner und seine Crew wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt an Bord. In wenigen Minuten nach dem Start werden wir Ihnen Erfrischungen reichen. Teuflischer Plan. Wenn diese Eva Ritchie ihren Flug nicht verpasst hätte, wäre es tatsächlich der perfekte Mord gewesen. Wie Zeugen bestätigen, war der Ehemann in der Tatnacht verreist. Inzwischen wissen wir, dass er mit einem Mietwagen, den wir in der Nähe des Hauses fanden, zurückkehrte. Aber er dachte, er hätte sich mit diesem Trick ein wasserdichtes Alibi verschafft. Rosie, das Hausmädchen, steckte mit ihm unter einer Decke, also musste er auch sie zum Schweigen bringen. Ich sagte Ihnen doch, das Personal weiß alles. Diesmal zu viel. Aber ich war mir nicht sicher, dass er seine Frau betrog mit diesem blonden Gift. Und dann dieser Bruder, der genau zum richtigen Zeitpunkt auftaucht, um das Erbe anzutreten. Das stinkt doch zum Himmel. Ich glaube, er kannte diese Eva bereits. Vielleicht war sie seine Geliebte. Ach, ich weiß nicht, aber irgendetwas ist an diesem Fall, das nicht zusammenpasst. Hey, fangen Sie nicht an, Columbo zu spielen. Ich wünschte, ich wäre Columbo. Er löst immer alle seine Fälle. Ich habe leider das untrügliche Gefühl, dass die Wahrheit im Fall Baldwin nie ans Tageslicht kommt. Und die Schuldigen ihrer gerechten Strafe entgehen. Ein Cherry und ein Scotch mit Soda, bitte. Gern so. Ich dachte, ich platze, als du dieser Schnüfflerin erzählt hast, dass Geld für dich keine Rolle spielt. Ich war immer abgebrannt, aber jetzt bin ich ein Goldfischbaby. Glaubst du, sie finden die Wahrheit jemals raus? Na, wen juckt das schon? Und wenn sie es tun, in Brasilien haben sie nur Chance, uns aufzustellen. Hast du mal Feuer für mich? Klar, hier. Was ist das, eine Pistole? Nein, ein Feuerzeug, das aussieht wie eine Pistole. Ein Abschiedsgeschenk von Angela. Komisch, ich habe nie bemerkt, dass sie Sinn für Humor hat. Wie funktioniert das? Drückt den Abzug und aus dem Lauf kommt eine Flamme. Toll. Hände hoch!